Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Und wir machen uns jetzt zu Adelaide auf den Weg, um sie im Prinzip im Yachthafen zu befreien und sie natürlich auch als Helfer zu gewinnen. Bevor wir uns letztendlich zum Bosskampf aufmachen, versuchen wir erstmal alle Helfer klar zu kriegen und auch natürlich die ganzen Nebenmissionen, nicht die ganzen Nebenmissionen, aber ich sag mal so diese Schreine, guck mal, da haben die wieder ihre eigenen Fahrzeuge, die ganzen Schreine hier klar zu kriegen, zu befreien und zu vernichten, die Silos alle zu vernichten. Also auf Deutsch gesagt, das Land zu bereinigen und von Feinden zu befreien. So, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zu Adelaide in den Yachthafen. Kommen die anderen auch noch hinterher hier? Sind dabei! Auf dem Weg. So, mal sehen, ob die sich auch wieder ein Auto geschnappt haben. Da hinten sind sie aber noch. Nö, nö. Irgendwie was haben die noch verpennt. Das wäre auch mal cool mit dem Hubschrauber, ne? Ja. Die haben schon wieder irgendwelche Gegner gesehen, glaube ich. So, wir sind mal ein bisschen weg hier. Hier können wir auch bloß ein Auto kaufen. Ich würde ja auch gerne mal wieder mit dem Hubschrauber fliegen, aber Auto ist auch okay. Ein kleiner Pickup. Meiner ist zurzeit defekt und in der Werkstatt. So. So, auch nicht Ende weg, die kleine, ne? Die Adelaide. So, dann können wir die nämlich auch mal nehmen, mit Hubschrauber anfordern. Dann haben wir Nick. Ich meine, das ist auch mal ein interessanter Fight, wenn wir uns auf die Socken machen und haben Nick mit dem Doppeldecker und Adelaide mit dem Hubschrauber. Ich wollte sowieso mal schauen, was können wir hier noch alles an Punkte freischalten. Haben wir schon wieder 6 verfügbare Punkte, haben wir. Menschlicher Fisch. Du schwimmst schneller und kannst länger unter Wasser Luft anhalten. Ja, das brauchen wir jetzt nicht so. Das ist das, damit er zurückkommt. 6 Punkte. 4 Punkte kostet das. Das würde mich nachher nochmal interessieren. 8 Punkte. Ich meine, wir haben ja schon ordentlich Power, ne? Gut, das machen wir später. Wir haben ja schon einiges erworben hier. Klar. So, und weiter geht's zu Adelaide. Ja, ich glaube, wir brauchten doch bloß noch ein paar Schreine befreien, ne? Vielleicht wieder während der Fahrt abgesprungen. Da sind sie schon. So, los, kommt. Können wir das schon abspeichern wieder? Natürlich nicht. Wir sind gleich in die Mission reingestürzt. Und? Hey, da drüben! Stellungswechsel. Wen vernichtet er aber? Er ist aber auch ein Dussel, ey. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen entfernen. Das ist natürlich nicht so gut. Den haben wir erledigt. Die Waffe ist genial. So. Hoffentlich war das Perky. Schleichmodus habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht, ne? Ei! Verdammt! Oh, das war nicht. Nur vom Runtergefallenen. So, los, komm. Die ist 15 Meter weg, jetzt kommt sie ran. Ja, yeah, ich klammere. Los. Komm, den Typ mach ich fertig. Ich hatte eine gute Position gehabt da oben, Mensch. Das war doch nicht schlecht.
da hatte ich ihn. Da, der nächste. Da ist der Granatwerfer. Stellungswechsel. Und? Das dürfte es gewesen sein. Da hinten. Wo ist noch einer? So. Ich rücke vor. Das war auch mal eine Sprengung wert. Mal ein bisschen Tabula Rasa hier, ne? Den haben wir auch erledigt. Der wollte gerade wieder den Granatwerfer bedienen. Wo? Das ist die Verstärkung, ne? Ach du Scheibe. Bloß nicht. Ja, wir hätten hier vielleicht... Da schwimmt einer im Wasser, ne? Aber jetzt nicht mehr, glaube ich. Oh, die Mucke hier wieder, ne? So, und jetzt? Na los! Oh, oh. Mano! Den wollte ich gerade anvisieren. So, wo noch? Wo? Wo ist der? Aha, ich habe ihn gesehen. Das war's, der Drupman Yachthafen. Erledigt. Sorry, dass ich ein bisschen ruhiger gewesen bin, aber ich musste mich tatsächlich konzentrieren. Da kommen sie, die neuen Siedler. Coole Sache, da haben wir den Yachthafen befreit und die Lady haben wir gewonnen. Ja, yeah. Mit ihrem Hubschrauber. 400? Ja gut, wir hätten 1000 gekriegt, wenn wir uns rangeschlichen hätten. Jetzt müssen wir nur noch sprechen. Wo ist sie? Verdammt gute Arbeit bei der Befreiung des Yachthafens. Adelie Trotman ist ein fieser Besen, aber sie verfügt über die Mitte, ein Bleib doch mal stehen hier, Funk. Genau die Person, die wir gerade brauchen. Sieh mal, ob du ihr helfen kannst, Rookie. Natürlich. Adelie Trotman. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Hi, Adelaide. Ja, ich bin Herks Mom. Und nein, ich will nicht wissen, was sie angestellt hat. Dann muss ich vor Gericht nicht lügen. Herks Mom. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde, erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Ah, du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfresser
Fressen wegschießt. Ja. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Natürlich. Na klar. Adelaide rastet aus, wenn sie sieht. So, damit haben wir eine neue Aufgabe. Alter Falter, wir brauchen eh was. Wusstest du, dass ich nicht nur einen heißen Arsch habe, sondern auch Hubschrauber reparieren kann? Echt jetzt? Du hast das Ruder hier echt herumgerissen. Okay. Gut. Ich hätte meine Familie nie aus dem Bunker lassen dürfen. Halt's auf! So. Munition. Ja, ich muss das Radio immer Beute verkaufen. Da haben wir noch ein paar Wölfe geschossen. So, das haben wir. Das brauchen wir nicht. Können wir noch was Neues freischalten? Nee, ne, die haben wir ja schon. Die ist gut, ne? Die andere, die könnten wir noch mal aufpimpen, ne? Reichweite, die ist schon top. Sorry. Na, die hätte ich ja noch ein bisschen aufgepimpt. Die ist top, aber... So, dann haben wir das Ding. Das Ding. Ist wieder voll. Keine Freifahrt mehr für Peggys. Das hier gehört jetzt endlich wieder den Dropmans. Das ist unser Schnellreiseziel. Gut, dann können wir uns erstmal kurz umschauen. Das Einzige, was ich heute jagen möchte, ist Hosenschlange. Na du, wo bist du denn? Hosenschlange. Ja! Hosenschlange, ist klar. Komm mal her, du. Die beste Möglichkeit, deinen Scheiß im Griff zu haben. Ich komme mal noch streicheln. Ja, gut. Mir fehlen die Worte, also... Mir schon lange. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu! Danke für die Hilfe. So. Ja, beim Jagen komme ich immer in Stimmung, auch mal wieder ins Horn zu blasen und mich abschießen zu lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich. Aber wenn du weißt, was gut für dich ist, wirst du ihn nicht in dem Spiel kannst du deinen eigenen Spiel stellen. Wunschliste für den Yachthafen. Okay. Das ist mir jetzt tatsächlich zu müßig. Nein, das ist keine Drohung. Das alles durchzulesen. Nacktbarsche. Karte, Umgebungskarte. Verletz dich sonst. So bringt man sich hier draußen leicht um. Oh Mann! So, jetzt verstehe ich erstmal wieder. So, dann wollen wir uns da hinten in dem Haus nochmal. Hier können wir uns gar nicht umgucken, ne? Natürlich nicht. Was ich noch schöner machen könnte, wären Sixi. Was haben wir hier? Nicht abgeschickter Brief. Lieber Mr. Hirksen Senior, Mr. Hirksen Senior, das ist ein Entschuldigungsschreiben dafür, dass ich Ihre... Was? Ihr Bagger-Ding gecrashed habe. Ah, das mit dem Bagger. Und mit Ihrer Ex-Frau schlafe. Das mit dem Bagger tut mir leid, das andere nicht. Nichts für ungut. Sobald Eddie den neuen Yachthafen öffnet, kriegen Sie gratis Smoothies und alle Vitamini, die Sie für den Rest Ihres Lebens brauchen. Freunde, denken Sie daran. Zornig sein ist eine Entscheidung. Tschüssi, Alexander, Nixander. Okay, der hat also die Frau gepoppt, gepippt, gepappt. Wir müssen mal abschalten. Gut. Er ein verficktes Flusspferd als ein Triebwerk. Roya? Wie wär's, wenn ich den Atem anhalte, wenn ich dir das... 7. Das sind die ganzen Ziele. Auf der Karte. Freundlicher Luftraum. Freundlicher Luftraum. Wir werden erstmal dahin. Wir brauchen unbedingt ein Fluggerät. Das ist blöd. Waffenshop haben wir hier. Wir haben hier keinen. Ich denke, die hat hier einen Heliport. Die hat hier keinen Heliport. Das ist die beste Jahreszeit für ein paar
schöne Nummern im Freien. Die hat hier keinen Heliport, ne? Wo die überall, die machen eine Reklame hier für die Dingelsbommels. Wir müssen hier querfeldein, das hat keinen Zweck, ne? Ne. So, und das Ding ist zu klein, wir müssen den Pickup nehmen. Na du? Gut. Pickup. Ziehen wir es durch. Ich bin gleich hinter dir. Was klauen die anderen hinten drauf? Gut. Haben wir das schon gekennzeichnet? Ja. Ab geht er. Waffe raus und zum ersten. Dann müssen wir die Tulip wiederfinden. Und dann haben wir die Aufgabe erfüllt. Begib die. Ach, guck mal, da oben läuft's. Also erstmal zum Feuerwachturm, oder? Jagdhütte. Welchen Punkt haben wir zuerst anvisiert? Guck mal, da fährt er dran vorbei. Jetzt sind hier nicht mehr so viele Gegner auf der Straße, ne? Nur noch ein paar. Wir haben schon ordentlich was befreit, die Gebiete hier. Wurde ja auch Zeit. Wie gesagt, die letzte große Aufgabe, die lassen wir uns tatsächlich bis zum Schluss. Ich weiß nämlich nicht, ob das nachher alles noch Sinn macht. Wenn wir den großen Boss nachher besiegen, vielleicht auch nicht. So, er fährt hier einmal rum. Wir dürfen eigentlich bald da sein, ne? Der Sünder. Oh. Wo ist er? Mach ich. Hey Schatz, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Alles klar. Bleib dran, Schätzchen. Wo ist dein Vater jetzt? Ha? Ich glaube, dieses Ding ist besser. Oh, das brennt da auch noch. Nee, doch den nicht. Das ist Nick. Das Auto werden wir noch beiseite räumen hier. Ja. Ich bin ein besoffener Alter und das ist ein Kompliment. Jetzt den nächsten. Ach, da scheuchen sie bloß mal auf. Müssen wir mal wieder eine andere Waffe nehmen, ne? Oh Gott, nicht, dass wir mit Fleischbrocken schmeißen. So. Jetzt können wir uns umgucken. Hier waren auch noch die Typen, die beiden plündern. Eins. Scheiße, Peggy ist in der Nähe. Wo denn? Ne, das ist Nick. Da ist noch eine Karte. Lesen, hört das Wort. Achso, der Pfad Eden, alles klar. Ich glaube, wir sollten uns hier aber nochmal umschauen, ne? Hier ist auch kein Heliport, ne? Was ist das hier? Was Sie auch tun, meine Würde nehmen Sie mir nicht. Ich dachte, hier geht nur durch ein vergittertes Fenster. Eine Kiste zum Plündern. Gewehrmunition.
Ach, der hier. Du musst irgendwann befreien. Kein Problem. Angels werden für einfache Arbeiten und als menschliche Schutzschilde missbraucht. Sie tun mir fast schon leid. Okay. Ja, die stehen ja auch unter Drogen. Ich bete für dich. Danke. Der war das. Was geht, Bro? Bro? Sie macht ihn aber jetzt auch schon an, finde ich, ne? Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn Sie mit uns spielen wollen. Die andere Flinte, ne? 23, alles klar, das ist gut. Die ist auch okay. Wichtig vor allen Dingen, ganz wichtig. So, hier hinten. Haut er jetzt mit unserem Auto ab, oder was? Welches Auto nimmt er da? So bringt man sich hier draußen leicht um. Pass mal auf. Natürlich hat er... Nö. Das ist bestimmt Zeitverschwendung. Hau ab hier. Ein Puma! Ach, steig ein. Steig ein, ja. Drück auf die Tube! Gib mir Deckung! Was zum Teufel? Da drüben, siehst du? Shit! Hier gibt's die meisten Schiffe im ganzen Land. Okay. Da sag ich arm. So, wo müssen wir jetzt hin? Zum nächsten Punkt. Der ist am weitesten weg, genau. Alter Falter. Du hast Glück, dass du mich hast. Querfeldein kommen wir hier nicht, ne? Jetzt geht's nur bergab hier, ne? Wo ist die andere? Doch, da. Knapp. Ein paar Gegner sind hier aber noch ordentlich da. Du entkommst mir nicht! Hä? Wen sieht die denn immer, die Gute? Die Gute! Ich weiß nicht, Querfeldein ist immer so eine... Genau, das bringt hier nichts, ne? Das sind alle schon Posten von uns, ja. Gut, alles richtig. Wir brauchen unbedingt einen Hubschrauber. Okay. Jess. Erzähl mal was, Jess. Oh. Schon wieder abgelenkt. So, jetzt müssen wir nämlich die Tulip zurückkriegen hier. Oh, das sind wir. Sorry. Ne, die ganzen Aktentaschen aufsammeln. Könnten wir jetzt machen. Halt! So. Schon da. Nach dir. Okay, geh du vor, ich folge. Zack. Guten Tag. Oh, noch nicht. Aber jetzt. Das war im Wasser. Die haben noch richtig getroffen. Oh, alles verseucht hier. Oder? Aber jetzt. Da haben wir 6 von 16 zerstörten Schreien. Hör zu, Mann. Überall, wo man hingeht, ist das irgendwie scheiße. Voll. Okay? Eigentlich haben alle Länder, in denen ich war, eins gemeinsam. Voll. Und zwar irgendein Typ, der... Gut. Ich glaube, wir sollten uns nicht länger aufhalten, ne? Weiter geht's. Was kommt an Bord? Gib Gas. Weiter geht's. Hör zu, Mann. Überall, wo man hingeht, ist das irgendwie zum nächsten Ziel. Okay? Ich glaube, alle Länder, in
Männern, denen ich war, eins gemeinsam. Und zwar irgendeinen Typen, der da oben ist alle Schätze, alle Ladies und alles Bier für sich selbst behalten will. Dachte ich mir. Wir sind uns einig. Da oben wollen wir jetzt hoch. Ei. Ja, gewöhn dich nicht dran. Na, Jess, mach da dich wieder an. Der labert dir aber auch ein Ohr ab, du. Ich weiß nicht, ob wir diese grünen Dinger auch noch vernichten sollen. Oder... Ne, das war Muckihase. Das sind mittlerweile alle schon mit unseren Leuten besetzt. Und die ersten Urlauber und Touristen schon wieder. Berg muss immer noch leise atmen. Er hat gerade die Grafik nachgeladen. Da oben ist ja der Hammer. Egal, wir entfernen uns hier. Ich brauche einen Hubschrauber. Ich glaube, das dauert genauso lange. Ne? Wir reiten hier durch die Lande. Da. Hm. Wäre es, wenn ich den Atem anhalte, wenn ich dir das nächste Mal den Arsch retten soll? Pff, als ob das je passiert. Oh oh. So, mal sehen, ob wir hier lang können. So, hier querfällt ein. Au! Zwischenspeichern? Ja. Falls ich hier abstürze mit allem. Hallo! Das heißt, als ob du mich jeden Moment umnieten würdest, das dich. So. Verdammt, Jess, siehst gut aus heute, Mädchen. Dieser krasse Ninja-Scheiß, so als ob du mich jeden Moment umnieten würdest, das dich, Trockmann. Schätze. Dames werden. So was von Neues hier, wo das herkam, gibt's noch viel mehr davon. Dames werden, in die Richtung. Ich hab viel von dem. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Mach es. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Nein. Finde Adeles Helikopter vom Aussichtspunkt aus. Hm. Toll. Ich habe ihn ja gesehen, aber... Stellungswechsel. Wo soll er denn sein? Neuen Ort entdeckt? Oh, oh. Wo soll er sein? Die Thule? Da hinten. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Übernimm. Das ist die Chance. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Kriegst du doch nicht, ey. Bleib leise. Bin hinter dir. Los jetzt!
auch Schwänze lutschen, ihr Idioten! Das war's. Das hätte man nicht machen dürfen. Das hätte man nicht machen dürfen. Unterwegs. Scheiße, ja! Los, komm. So, übernehmen. So, mal gucken. Nein. Tut weh! Sag Bescheid, wenn du was findest. Ein Kinderspiel. Was? Da haben wir die Tulip. Ab geht er! Können wir das schon abspeichern? Natürlich nicht. Seid ihr alles an Bord? Schätzchen, sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tulip, ja? Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Das mache ich. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunnen. Aber Raketen hat sie nicht, ne, oder? So, wo müssen wir jetzt wieder hin? Ach, dahin. Liefre. Ab geht er zurück zur Adelaide. Und dann... Die Selbstheilungskräfte, die könnten wir noch machen hier, diese Auto-Repair. Ja, Schussikowski. Geht er. Ich glaube, das hat gar keinen Zweck. Das ist das Missionsziel und egal, wie wir sie anbringen, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Yachthafen. Eieiei. 1,5 Kilometer noch. Na, das wird ja was werden. Wir müssen einmal über die Bergkette rüber. Ja, Grubman Junior ist zurzeit nicht verfügbar, ist klar. Ich glaube, es ist keiner von denen verfügbar. Nö. Dann liefern wir den Hubi erstmal ab und dann ist es gut. Aber ich glaube, das geht ziemlich schnell, dadurch, dass wir es auch ein bisschen hochgetuned haben, die ganze Geschichte. Ja, Freunde, aber leider ist auch hier die Folge schon wieder zu Ende und ich hoffe, ihr wartet gespannt auf den nächsten Teil und ja, hoffentlich bringen wir den Hubschrauber heil wieder zurück zu Adelaide. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.